Liebe Leute, ich muss mal wieder Dampf ablassen. Was da wieder in Berlin passiert, spottet jeder Beschreibung. Auf der einen Seite muss der Bundesverkehrsminister die Zulassung von Zehntausenden A6 und A7 von Audi mit einem 3-Liter Dieselmotor zurückziehen wegen unzulässiger Abschaltsoftware, also Betrug. Eine absolut peinliche Geschichte, jetzt immer noch. Aber noch peinlicher wird es, wenn er auf der anderen Seite eine Reduktion des CO2-Ausstoßes bei Pkw und kleinen Nutzfahrzeugen um die Hälfte bis 8 nur 2030 ablehnt. Grund für mich mal, Dampf abzulassen. Herzlich willkommen bei Klicks und Science Fiction. Da geht mir echt einer ab. Der Mann ist doch offensichtlich ja abgasvergiftet oder sowas. Andreas Scheuer von der CSU, seines Zeichens Verkehrsminister, hat der den Schuss nicht gehört? Der Mann sagt doch allen Ernstes, wir brauchen keine willkürlichen politisch-ideologischen Grenzwerte nach dem Muster Pi mal Daumen, sondern realistische, technisch machbare Grenzwerte. Die Vernichtung einer europäischen Leitindustrie mache ich nicht mit. Herzlich willkommen in Wolkenkuckucksheim. Der Mann hat offensichtlich noch nichts von der Klimakatastrophe gehört. Was stimmt denn bei dem nicht? Pi mal Daumen? Wir wissen, nochmal, wir wissen, wir hängen mit der Reduzierung von CO2 weltweit total hinterher. Von wegen Pi mal Daumen. Und auch die Bundesrepublik wird trotz des Niedergangs der Industrie im Osten ihr selbstgestecktes Ziel der Reduktion des Kohlendioxidausstoßes um 40%, um 8 Prozentpunkte, also tatsächlich 20% verfehlen. Was für ein Fail. Und dann sagt der Verkehrsminister noch so einen Blödsinn. Übersetzt, lieber vernichten wir die Erde mit jedweder Leitindustrie und unsere gleich mit. Und noch was kommt hinzu. Und das hat die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD ganz gut formuliert. Wenn die deutsche Autoindustrie mit alten Technologien und Betrugssoftware ihre Existenz sichern muss, dann sägt sie sich den Ast ab, auf dem sie sitzt. Schon jetzt gibt die Autoindustrie wohl bei der Batterieentwicklung auf und will diese Kerntechnologie wohl nur einkaufen. Und stattdessen, siehe Audi, stecken die Autohersteller weiterhin ihre Kompetenz in die Programmierung von Betrugssoftware. Das kann doch nicht sein. Es ist schlimm für die Arbeiter und Angestellten. Die Totengräber sind ihre Chefs. Man darf nicht vergessen, dass die anstehenden Klagen die Autokonzerne Milliarden kosten werden. Die Klagen wegen der Preisabsprachen der Lkw-Hersteller sind furchtbar. Pro Lkw wird die Entschädigung auf rund 8.000 Euro geschätzt. Und das sind Unmengen Fahrzeuge, die das betrifft. Und dazu kommt der Dieselskandal, der auch noch viele Leben kostet. Zehntausende Tote pro Jahr weltweit. Laut einer Studie sind es allein in Europa mehr als 10.000 jährlich, die auf die Betrugssoftware zurückgehen. Also Tote. Grauenhaft. Da ist es fast ein Trost, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Entwicklungsabteilungen bei den Autoherstellern, die tragen eine große Schuld. Das jahrelange Beharren auf ihrem Know-how zu Verbrennungsmotoren, was aber in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, und dazu noch die Umschiffung der Umweltanforderungen durch kriminellen Betrug. Das ist die schlimme Schuld, die die Ingenieure und das Management dort auf sich geladen haben, an Menschenleben und Arbeitsplätzen. Nicht von ungefähr landen immer mehr Ingenieure und Automanager im Gefängnis. Und wenn der Wandel kommt, sind diejenigen, die ihn aufhalten wollten, meistens diejenigen, die den höchsten Preis zahlen müssen. Aber es gibt einen Trost. Im Bereich der regenerativen Energien gibt es immer mehr Arbeitsplätze. Mehr als 300.000 sind es aktuell in Deutschland und es werden immer mehr. Was die Arbeitsplätze in der Autoindustrie angeht, das ist relativ simpel. Zwei Gefahren drohen hier der deutschen Automobilindustrie und hier wird scheinbar geschlafen. IT-Technologie, das Zentrum der Fahrzeuge von morgen. Hier greifen Apple und Google und auch Tesla an. Und zweitens der Antrieb, der Elektroantrieb oder auch der Wasserstoffantrieb. Wenn Sie nicht exakt in diesen Bereichen aufpassen, werden Sie den Anschluss verlieren. Und wer sich an solchen Petitessen wie dem CO2-Ausstoß aufhält, hat einfach überhaupt keinen Plan. Die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren massiv ändern. Ich habe zum Beispiel eine Bahncard 100 und fahre ein kleines Elektroauto. Und es gibt noch 1000 andere Mobilitätskonzepte. Mit dem eigenen Auto im Stau stehen ist jedenfalls kein Zukunftsmodell, geschweige denn dabei auch noch unseren Planeten zu zerstören. Lieber Herr Scheuer, kleine Erinnerung, Sie sind Bundesverkehrsminister und nicht Bundesautominister.
Ja, wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, die YouTube-Abo-Box funktioniert ja einfach nicht, dann addet mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video. WhatsApp, über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Das geht hier. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür eben hier klicken, aber nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Elektroauto-Wahnsinn. Da lasse ich auch mal Dampf ab. Bis dann. Bleibt dran.